Hey, liebe Moride, nachdem uns das Lucario ja in der letzten Folge so extrem verprügelt hat, habe ich ja gesagt, wir werden heute mal ein bisschen was anderes machen. Und zwar habe ich meine Pokémon ein wenig gelevelt. Ich war jetzt ein bisschen unterwegs, habe geschaut, dass sie so um das Level 27 plus auf jeden Fall sind und möchte mit euch heute sogar noch ein paar kleine weitere Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel hier schon mal auf der nächsten Route ein paar Trainer abfarmen. Ich bin auch nochmal die kompletten Wege weitergegangen nach unten hin und habe dort einiges gemacht. Warum ich das mit euch tatsächlich machen möchte, ist, ich wollte hier runtergehen. Ihr habt schon gesehen, den ersten Trainer oben habe ich schon zerklatscht gehabt. Mir ist aber dann aufgefallen, als ich ins hohe Gras gegangen bin, dass einige neue Pokémon anstehen werden. Und davon möchte ich doch den einen oder anderen neuen Fang meinem Team hinzufügen. Deswegen habe ich mir gesagt, hey, wir werden jetzt einfach in dieser Folge hier diese Route runtergehen. Müssen wir früher oder später sowieso machen. Und dann lohnt es sich definitiv auch hier die Pokémon dementsprechend zu leveln. Mediti kann jetzt hier mit der Kraftwelle was machen. Außerdem habe ich mich ein bisschen informiert. Oh, super scheiße, super annoying. Allerhöchstens wegen dem Verwirrungseffekt. Außerdem habe ich mich ein bisschen belesen, was denn als so allgemein Gutes gegen Lucario. Und Lucario ist ja ein Kampf- und Stahltyp. Was aber super interessant ist, ist, dass gegen Kampf halt einfach auch wirklich seine Schwäche hat. Hätte ich eigentlich nicht damit gerechnet. Ich habe jetzt nicht gelesen, was gerade rankommt. Deswegen, ach, nochmal Goldini. Das ist okay. Ich finde es super interessant. Also, ich glaube, meine einzige Schwierigkeit habe ich halt wirklich bei denen gehabt, jetzt gerade bei dem, oder halt allgemein gehabt beim großen bösen Arena-Leiter. Ansonsten, die Pokémon hier sind halt super low, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Die Pokémon-Trainer, die ich jetzt davor gemacht habe, wo ich jetzt die letzten Tage so ein bisschen meine Pokémon trainiert habe, waren halt auch nicht wirklich super krass. Also man rennt ja doch schon relativ gut durch das Spiel und wird eigentlich nur von den Leitern dementsprechend aufgehalten oder wahrscheinlich später dann von den Top 4 oder sowas. Ich denke, es gibt hier eine Top 4, oder? Das waren noch die Episoden, wo sie, die Version, wo sie die Top 4 noch mit reingebracht haben. Ich meine, das hat sich ja dann auch irgendwann mal erledigt gehabt mit der Top 4. Da gab es ja dann irgendwelche anderen komischen Sachen. Aquawelle. Das würde mich tatsächlich auch ein bisschen verwirren. Gott sei Dank bin ich nicht mehr verwirrt. Oh mein Gott, das ist super gut. Der Kampf hat jetzt wirklich so lange gedauert, dass Medici sich einfach wieder fangen konnte. Und einfach mal gesagt hat, hey, ich bin wieder ich selber. Gut, lass deine Münze mal fallen und gib mir all dein Geld. Okay, und dann können wir nämlich jetzt mal hier gucken. Da ist der nächste Kollege. Ich möchte es schaffen, Medity Level 28 bis 29 zu kriegen. Ich möchte es schaffen, zwei neue Pokémon zu fangen in dieser Folge. Und das ist jetzt eure Zeit hier. Go unten in die Kommentare rein. Was sagt ihr? Werde ich das schaffen oder werde ich das dementsprechend nicht hinbekommen? Wir gehen weiterhin von der Kraftwelle. Ich finde, Kraftwelle ist einfach eine super gute Attacke, die halt auch viele Gegner fast one-shottet. Also ziemlich alle Gegner fast one-shottet. Wir haben es aber halt auch nur noch fünfmal. Heuler. Er ist tatsächlich durch seine Agilität schneller geworden als mein Medity. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ponyta ist weg. Sehr schön. Es gibt auch ein bisschen mehr Erfahrung. Jetzt kommt schon nochmal ein Ponyta. Ne, wir wechseln jetzt Pokémon. Habe ich nicht ein Wasser-Pokémon? Doch, ich habe Schalelos. Ich meine, Schalelos ist jetzt nicht gerade das Pokémon, was ich für die Arena brauchen werde, aber ich denke mal, wenn wir nicht einen anderen coolen Water-Dude bekommen, ein anderes gutes Wasser-Pokémon, dann müssen wir halt wahrscheinlich mit Schalelos erstmal klarkommen. Was ich halt auch noch mir überlegt habe, vielleicht ist es eine ganz sinnvolle Sache, dass ich wirklich ein bisschen auch gegen dieses Lucario mit einem Sinn kämpfe. Wie zum Beispiel, hey, ich setze als erstes Schalelos ein, werde dann dementsprechend Lehmschellen casten ohne Ende, damit er irgendwann mal nichts mehr trifft und dann klatsche ich ihn kaputt. Ich meine, das ist trotzdem ziemlich schwierig, weil Lucario hatte halt einfach dieses One-Shot-Potenzial gegen mich. Vor allen Dingen auch gegen Schalelos, weil er irgendwie eine Pflanzenattacke konnte oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist halt, wäre dann prinzipiell ziemlich uncool. Als ob er noch mehr Ponitas hat. Sind das alles so die Trainer, die jetzt drei Pokémon jeweils am Start haben? Und alle drei sind immer vom selben Typ.
Oder besser gesagt, wirklich dasselbe Pokémon eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. Komm schon, One-Shot jetzt. Aquavelle. Das reicht halt nicht aus. Aber wir haben es wenigstens verwirrt. Ich meine, das ist echt komisch. Ich meine, Level 24 und ich One-Shot es nicht, obwohl es sehr effektiv ist. Ich würde mal persönlich sagen, dass Schaledos vielleicht nicht das stärkste Pokémon ist, so an sich. Könnte man so vermuten. Okay, gut. Weg mit dir. Und Manero geht für das Level up. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich so überrascht, dass Manero nicht effektiv ist gegen Lucario und damit halt eigentlich so gut wie wertlos ist, wenn wir mal ehrlich sind. So, wir rennen jetzt hier runter. Na, hallo? Halt, renn nicht weg. Und dann werden wir hier jetzt noch im hohen Gras ausfallen. Ich habe mir gedacht, die ersten 10 Minuten können wir noch ein bisschen Training machen. Der gute Eckbert. Und dann geht es weiter. Geist ist nicht gut gegen Mediti. Also Geist ist sehr gut gegen Mediti, sagen wir es mal so. Deswegen werde ich mal auswechseln. Ich glaube, dass... Was war nochmal effektiv? Ich glaube, ich gehe wirklich mal kurz für Ding hier. Ich bin halt absolut nicht mehr sicher, was effektiv war gegen Geist. Das ist eine Sache, die ich dementsprechend nachschauen muss. Also ich, wenn ich es richtig weiß, war Geist effektiv gegen... gegen Psycho. Fußstrahl. Annoying. Aber er hat damit kein Problem. Er wird trotzdem den Biss durchbekommen, das weiß ich. Warum sage ich sowas denn, hey? Und ich krieg weiterhin den Fluch ab. Oh, das ist ein anstrengendes Pokémon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Attacke Fluch ist halt schon ziemlich nice. Ich kann nicht mehr fliehen. Okay, das heißt also, entweder stirbt er es jetzt oder wir setzen einen Biss ein. Okay, Unlicht ist also sehr effektiv gegen Geist. Das ist das, was ich vermutet habe, aber ich noch nicht hundertprozentig wusste. Und damit ist Mediti auf Level 28. Turmkick. Ja, bitte. 130 Stärke. Sprungtritt mit Knie. Bei Misserfolg verletzt sich der Anwender selbst. Ja, sehe ich. Ich glaube tatsächlich, ich will meinen Fußkick hier wegmachen, ja. Fußkick war am Anfang relativ gut, aber jetzt ist es halt echt nicht mehr wirklich gut. Und Schalelos geht auch auf 28. Wenn Schalelos sich entwickeln würde, wäre das halt super nice. Oh mein Gott, der Nagel ist immer noch da. Oh, das ist nicht gut. Kadabra. Habe ich ein Pokémon, was einen Giftangriff kann? Was ist denn noch effektiv gegen Psycho? Ich glaube, ich bleibe echt einfach mal drin mit der RS. Ich meine, es kann gut sein, dass er erst halt jetzt stirbt an der Stelle, aber dann... That's how it is. Ja, es ist tatsächlich sehr effektiv. Aussetzer. Das ist kein Damage-Spell, oder? Ich setze deswegen keinen Biss ein. Uff. Ja. Das ist ziemlich gut gewesen von Kadabra, dass er halt einfach gesagt hat, hey, nope, du setzt es jetzt einfach mal nicht ein. Habe ich eigentlich sonst, ich habe sonst kein effektives, also kein wirklich effektives Pokémon dagegen. Und ich möchte Mediti nicht einsetzen, weil Mediti wird halt geone-shottet vermutlich. Auch wenn es keine direkte Schwäche gegen Kadabra hat. Aioras. So. Und Sarabia geht damit auch noch auf ein Level Up. Sehr schön. Das entwickelt sich leider nichts. Okay, wir gucken hier jetzt mal kurz im hohen Gras, ob ich jetzt hier ein neues Pokémon finden werde. Ein Ponyta ist jetzt nicht das, wo
ich mich ehrlich gesagt gesehen hätte. Aber was wir machen können ist, wir können definitiv ein bisschen mal gucken, wie unser Turmkick denn abgeht. Wenigstens wurde ich nicht verbrannt. Jo, das ist guter Damage. Sagen wir es mal so. Ich würde vermuten, wenn Mediti es schafft, ein Turmkick auf Lucario zu landen, einen einzigen, dann gewinnen wir das Game. Nochmal ein Kleinstein. Ach komm schon, Leute, was ist denn hier los? Ich will neue Pokémon sehen und nicht immer nur Ponida, Kleinstein und was auch immer. Robustheit. Oh nein, der tötet mich damit. Oh, fast. Initiative singt auch noch. Wir gehen jetzt hier für den Risky Play. Yes. Ich meine, es hätte sehr gut passieren können, dass wir jetzt hier einfach drauf gehen gegen Kleinstein, aber das ist okay. Gut. Damit ist unsere Zeit auch um, die wir jetzt hier noch zum Trainieren hatten. Ich hätte mal gesagt, lass mich raus. Ich gehe jetzt schnell noch in den Shop. Werde mir da... Gott, im Himmel, mit dem Fahrrad hier durchzufahren, ist halt auch echt schlimm. Werde mir im Shop noch ein paar Sachen holen. Wie zum Beispiel einen Beleber und einen guten Trank und sowas. Und dann wird es Zeit, den bösen Puben hier mal ein bisschen aufzuräumen. Gibt es in der Edition... In der Edition gibt es das... sind Shop und Ding getrennt, gell? Und dann sollten wir wirklich kein Problem haben, gegen Lucario anzukommen. Mein Mediti ist gut. Ich werde mit meinem Chalelos werde ich definitiv versuchen, das Lucario ein bisschen zu schwächen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wo ist denn der Shop hier? Wait, oder war ich blöd? War der im Pokécenter? Nee, der war nicht im Pokécenter. Oh, hier geht's auch noch hoch. Ah, hier kommen wir später hin, oder? Galaktikgebäude, ah, da müssen wir nachher hin. Wo ist denn dieser Shop? Oder ist der wirklich im oberen Bereich und deswegen kann ich ihn nicht finden? Okay. Lass mich mal nochmal schnell nachschauen. Ich gehe nochmal ganz kurz ins Pokécenter, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich es übersehen habe. Oder die von Team Galactic versperren hier wirklich. Hier gibt es doch keinen Shop drin. Ich habe mir doch gedacht, dass. Also so blind bin ich jetzt ja auch wieder nicht. Aber du bist nicht der Shop, oder? Es ist das Kaufhaus. Okay, wir sind in der Stadt, wo es das Kaufhaus gibt. Ja, in Ordnung. Okay. So. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Etwas kaufen. Gut, ich möchte... Ich habe halt echt viel Geld. Ich möchte mal 5 Beleber kaufen. Ich möchte... ...10 Supertränke kaufen. Und das sollte eigentlich reichen, oder? Ja, das sollte erstmal reichen. Aber wenn ich schon mal da bin, möchte ich tatsächlich noch ein paar Pokébälle kaufen. Hier gibt es sogar schon Hyperbälle. Wir nehmen mal Superbälle mit, so ein paar 10 Stück sollten reichen. Nee, nehmen wir mal 20 mit. 20 Stück sollten reichen. Für 12.000. Ich bin ein großer Fan von Superbällen. Ich finde, Hyperbälle sind so immer so ein bisschen überbewertet, wenn ich ehrlich bin. Ich kann es natürlich dementsprechend verstehen, wenn ihr euch sagt, hey, Hyperbälle ist the way to go für euch. Wenn man genug Geld hat, dann ist es natürlich eine Sache, aber ich als armer Pokémon-Trainer, der alleine ohne die Erlaubnis seiner Mutter unterwegs war, oder unterwegs ist. Ach nein, ich muss das Rätsel jetzt echt nochmal machen. Warte mal, der hat mir verraten, was gut ist. Der Typ Flug, Psycho und Fee hier eher richtig gefährlich werden können. Ja, wow, okay, gegen das letzte Pokémon halt nicht. Ich wurde hier belogen und betrogen, einfach nur mal wieder. Okay, pass auf, wir müssen das so machen.
das muss so rüber. Da kann ich hier erstmal nichts machen. Da muss ich hier rein. Das ist halt, dass ich das Rätsel jetzt nochmal machen muss, ist halt richtig uncool. Das ist halt richtig uncool. Ich finde, das hätten sie auch echt einfach gelöst lassen können. So. Okay, wir gehen hier durch. Dann ist das hier offen. Und damit ist das erste Tor schon wieder geöffnet. Und wir können hier auch nicht schön zurück damit. Was ist denn das Pokémon, mit dem ich anfangen möchte, hier zu kämpfen? Ich möchte, als das ist hier durch die Mitte durch. Okay, das blockiert hier nichts, das ist gut. Dann gehe ich hier durch. Das blockiert hier auch nichts. Wait. Okay, es blockiert ja doch was. Ich werde nach links laufen. Oh, ich muss das aus der Mitte rausschieben. Okay. Ich habe mich gerade schon gefragt. Warte mal, habe ich irgendwas komplett falsch gerade gemacht? Aber nein, ich muss das hier aus der Mitte rausschieben. Dann macht das Ganze hier auch schon viel mehr Sinn, weil jetzt kann ich nämlich das hier auch rüberschieben. Und jetzt kann ich hier durch die Mitte nochmal durchlaufen. Alleine nur dieses Rätsel wird halt hier einfach 5 Minuten brauchen, weil die Steuerung halt so schlimm ist. So, damit haben wir das hier, können ja immer nochmal ganz zurückgehen. Ich kann hier wieder nicht abkürzen, gell? Nee, kann ich nicht. Dann wird das hier reingedrückt. Oh mein Gott. Ich glaube tatsächlich, ist es angenehmer für mich teilweise mit dem Ding zu laufen. Yes. Ach doch, alles gut. Ist für mich teilweise angenehmer mit dem, als ob ich gegen ihn nicht gekämpft habe. Ups. Mit dem Control-Pad zu laufen, als mit dem Joystick. Ich habe halt wirklich nicht gegen Schwarzkurt Marius gekämpft. Das ist ja nicht so ganz geil. Okay, wir kämpfen gegen Marshall. Das sollte kein Problem sein. Ich meine, ich habe echt viel Stuff dabei, um meine Pokémon zu heilen und sie wieder auf einen besseren Stand zu bringen. Wir gehen mal für Psychostrahl. Und jetzt sind wir auch dementsprechend schneller als die Mushrooms und Co. Und one-shotten sie aber trotzdem noch nicht. Das ist ein bisschen uncool. Vergeltung. Könnte schmerzhaft werden. Geht aber tatsächlich. Nicht sehr effektiv. Nochmal ein Psychstrahl. Und dann werden wir Meditier einfach einmal voll heilen, bevor wir in den Kampf gehen. Ich glaube tatsächlich, dass Meditier nicht an der ersten Stelle sein wird. Ich glaube, Staravia wird für mich die erste Stelle sein. Und dann müssen wir mal gucken. Und mit Staravia werde ich wahrscheinlich durchkommen bis zu Lucario. Ohne große Probleme. Und dann ab Lucario muss ich halt schauen. Erdbeben? Okay, Mascho kann Erdbeben scheinbar. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, dieselbe Reaktion hatte ich irgendwie in der letzten Folge auch. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Und zwar gehen wir jetzt noch auf Staravia. Und das sollte theoretisch Level 29 sein für unser Meditier. Mascha kommt rein. Vielleicht ist Bedrohe halt allgemein auch ganz gut gegen Lucario. Das heißt, ich müsste dann nochmal Staravia reinwechseln. Wäre das sinnvoll? Vielleicht lasse ich wirklich mal Nero als erstes dran sein. Dass man Nero die Pokémon ausschaltet, die davor sind. Weil man Nero wird mir leider nicht so viel bringen in den nächsten. In den Kämpfen darauf. So. Alles gut? Bitte? Keine Ahnung, wo der ist. Wir halten also mal unser Meditier auf. Staravia hat ja Gott sei Dank nichts abgekriegt.
und können dann jetzt noch kurz die Pokémon wechseln. Wollen wir nicht einfach mit Staravia anfangen? Was hatte er denn am Anfang? Eigentlich kann ich echt mit Staravia anfangen, oder? Das sollte funktionieren. Okay, und dann sobald Lucario reinkommt, wird gewechselt auf... Ja, bla 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 bla. Arenaleiterin Hilda, ich kenne dich schon. Du hast mir meine Karriere versaut. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Es war vielleicht ein bisschen übermütig gedacht, dass ich mit einem Level 26, 27er Team hier in die Dinge reingehe, weil es ist halt, man muss halt leider sagen, dass die Kampf-Pokémon schon relative Glaskanonen sind in einer gewissen Hinsicht, aber wenn sie halt dann wirklich so ein paar gute Attacken haben oder halt einen Lucario sind oder sowas, dann ist man dann halt doch ein bisschen in der Misere, würde ich einfach mal sagen. Okay, das gibt leider nicht so viele Erfahrungspunkte. Marshock, das wird ein bisschen mehr Erfahrungspunkte geben, das ist auch sehr schön. So, nochmal ein Aeroass. Oh, das reicht nicht aus. Okay, kein Crit also. Fällt. Okay. Das war schmerzhaft. Felsgrab. Warum kann Mashok einen Bodenangriff und einen Steinangriff? So, RS geht auf Level 31 hoch. Das ist gut. Pokémon wechseln. Wir gehen auf unser Schalelos. Ich weiß, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen weird aus, dass ich auf Schalelos gehe. Aber wir machen das jetzt mit Smart. Mit Smartheit. Habt ihr die Sticker gesehen, Leute? Diese Frau liebt ihr Lucario. Kreideschrei. Okay, das ist gut für mich. Das ist sehr gut für mich. Senkt meinen Defense. Lebensstelle Nummer 1. Wenn er mich jetzt nicht one-shottet. Lucario ist so ein dummes Pokémon. Ich meine, das Problem ist halt, das ist wahrscheinlich ein Pflanzenangriff, gell? Das ist halt einfach so frech. Okay, wir holen uns hier unsere Schwergewichte hier jetzt raus mit Meliti. Er wird schneller sein, gell? Protzer. Ja, er boostet sich hier halt jetzt gerade ziemlich gut. Lucario ist einfach unglaublich schnell. Hätte man einmal nur die Effektivität gewusst von Lucario, dann wäre es halt wahrscheinlich super easy gewesen. Und wahrscheinlich hätte ich auch nicht noch weiter trainieren müssen, aber dementsprechend ist es doch ganz schön. Wir haben jetzt den neuen Orden. Orden Nummer 3. Wird auch langsam echt Zeit. Und erhalten den Bergorden von Hilda. Ich bin mal gespannt. Also, ich habe ja echt noch mehr. Das Ziel ist jetzt noch ein oder zwei neue Pokémon zu suchen. Wow, wir haben einen tollen Sticker hier bekommen. Hey, Dankeschön. TM60. Ableithieb. Ableithieb ist halt, war halt wirklich eine gute. Mann, ich bin hungrig. Hm, was? Nein, ich habe nichts gesagt. Also, ich kann dir nicht erklären, was bedeutet, stark zu sein. Ja, bla 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 bla. Bye. Okay, nächstes Ziel. Wir müssen wahrscheinlich draußen jetzt erstmal gegen Mio kämpfen oder so. Ah, ne, gegen. Wie heißt sie denn nochmal? Lucia oder sowas, gell? Also, Leute, kannst du mir bitte helfen? Ich habe versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat sich ihn geschnappt. Bitte, ihr müsst mir helfen. Ich warte vor der Lagerhalle auf dich. Das werden wir nämlich heute nochmal. Natürlich unsere Mitstreiterin hier beschützen vor dem unglaublich miesen Team Galactic. Vorher werden wir aber noch unsere Pokémon heilen. Ich möchte nämlich, dass alle hier gute Erfahrungen erhalten werden.
So, und natürlich, dürfen wir auch nicht vergessen, ich möchte noch was switchen. Und zwar kommt der gute Manero jetzt leider nochmal wieder weg und wir werden Scrolline wieder zurück ins Team holen und uns natürlich dann hier dementsprechend heilen. Dieses Ei ist auch echt ein bisschen anstrengend, muss ich mal sagen, weil wie lange tragen wir das jetzt schon rum? Das sind jetzt mindestens schon 2 Folgen, wenn nicht sogar 3. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel gemacht, aber ich habe eigentlich gedacht, dass es beim Brüten jetzt nicht so ewig dauert, bis das Ei schlüpft. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich das dementsprechend nachgucken kann. Na gut, ich habe sowieso da kämpfen wir 2 gegen 2. Okay. Oh komm, ja, kämpft doch 2 gegen 2. Hier, los geht's. Ja. Wir kämpfen jetzt hier los. Muss noch ein bisschen Gas geben hier. Kämpfen wir jetzt wirklich 2 gegen 2 oder kämpfen wir 1 gegen 1, so wie wir uns gerade aufstellen? Ah, 2 gegen 2, sehr schön. Rüpel von Team Galaktik und Rüpel von Team Galaktik. Papinella und Pudox. Oh, Staravia ist hier halt super, super nice. Nicht nur wegen dem Bedrohers, sondern auch, weil es ein Flug-Pokémon ist und wir halt dann einfach die Insekten hier aus der Luft rauspicken werden. So, Aeroast, das merke ich. Oh nein, Pudox ist nicht. Achso, doch, Pudox ist natürlich auch sehr effektiv. Es wurde nur nicht angezeigt, weil ich noch nie gegen Pudox gekämpft habe. Das erklärt so einiges. Megasauger? Jo. Also, Pipi kann Megasauger auf jeden Fall abhaben. So, also Stimme bringt jetzt nicht so viel, wenn wir mal ehrlich sind. Glibunkel setzt ja ein. Glibunkel ist relativ interessant. Also, es ist auch ein Kampf-Pokémon, deswegen macht es mir nicht so viel aus. Aber Glibunkel ist ein interessantes Pokémon. Zum Zeitpunkt, wo ich jetzt hier gerade aufnehme, ist momentan auch ein Pokémon Go Event, wo Glibunkel einen Hut bekommen hat. Das ist einfach, dass ihr es vielleicht zeitlich ein bisschen einschätzen könnt, wann die Folgen dementsprechend immer aufgenommen werden. Das nehme ich doch schon ein bisschen im Voraus. Okay, nochmal Säuselstimme. Er sollte jetzt kein Pokémon mehr haben, aber dafür hat sein Kollege noch ein weiteres danach. Sehr effektiv, nice. Viel Erfahrung bitte. Okay, Medity ist Level 30. Wann entwickelt sich Medity zu Meditales? Ist es überhaupt eine Skunkaboo? Das Gift, gell? Was hatte Staravia jetzt gerade gesagt? Ich habe es voll nicht lesen können. Also ich klicke da aus Versehen im Kampf immer drüber. Irgendwas, wenn irgendwas wäre, dann wäre irgendwas besser. Aber keine Ahnung. Man soll sich ja auch noch irgendwie mit dem neuen... wie war das denn nochmal? Ich kriege das alles halt schon auch nicht mehr zusammen, weil ich immer so ein bisschen in diesen gespaltenen Aufnahmesituationen bin, wo ich halt dann einfach eine Zeit lang aufnehme und dann halt wieder etwas länger Pause mache. Und das ist halt einfach ein bisschen so das Problem, dass ich auch die ganzen Gimmicks von diesem Spiel hier vergesse. Also gerade zum Beispiel den Untergrund oder sowas, da müsste ich halt auch echt mal wieder reingehen. Vielen Dank, Squirrel. Ganz ehrlich, wenn Professor Albe jemals herausfinden sollte, dass ich mit Pokédex verloren hätte, ich mag gar nicht daran denken. Also was hast du jetzt vor? Ich überlege, nach Weidenburg zu gehen. In den Großmoor dort leben nämlich viele verschiedene Arten von Pokémon. Ja, das werde ich doch auch machen. Das klingt doch gut. Das ist ja eigentlich schon mehr oder weniger eine Einladung gewesen. Okay, was ist hier oben drin jetzt? Oh, fliegen. Nice. Setzt du Fliegen über die VM beim, kannst du blitzschnell zur Stadt gelangen, die du bereits besucht hast. Ja, nice. Fliegen nehme ich gerne mit. Okay. Oh, Geheimgeschenk. Ja, dann gucken wir doch einfach mal, was wir dann erhalten würden. Da bin ich immer gespannt. Also, ich wusste nicht, dass es gerade momentan ein Geheimgeschenk gibt. Oder verarscht mich das Spiel gerade nur? Dankeschön, Spiel. Dankeschön, Spiel. Okay, wir müssen jetzt also wirklich nach Süden und dann dementsprechend in die neue Stadt. Das sollte relativ easy gehen. Die werden wir uns nämlich jetzt auch noch ganz kurz mal anschauen.
Ich habe ja gesagt, wir wollen wirklich noch ein bisschen mehr schaffen und vielleicht schaffen wir es ja wirklich noch ein zusätzliches Pokémon zu fangen, während wir in Richtung Weidenau sind. Und dort sollte dann dementsprechend auch die nächste Arena auf uns warten. Ja, die Bären sollte ich halt eigentlich auch mal abholen, aber... Gott, bin ich im falschen Fahrradmodus? Oh Gott. What am I doing? So. Mit dem Fahrradfahren ist er... Also wenn jemand wirklich so Fahrrad fährt, dann tut mir halt wirklich leid. Wir schleichen uns natürlich wieder an den Trainer vorbei, weil... warum nicht? Ein wildes Pokémon. Schon wieder ein Punita. Los, ich brauche noch irgendwas Neues, Leute. Ich brauche noch was Neues. Das heißt also, wir werden hier jetzt erstmal ganz dreist die Flucht ergreifen. Top-Trank ist nice, den nehmen wir definitiv mit. Und ich muss wieder nach oben fahren, weil sonst komme ich hier nämlich nicht raus. Oh, ein wildes Georock. Das ist mal ein bisschen was anderes. Ich wusste gar nicht, dass hier Stufe 2 Entwicklungen auch auftauchen können. Flucht. Obwohl es eigentlich gut zum XP-Farm gewesen. What the fuck, kann ich mich hier gar nicht mehr rausbewegen oder was? Oh, ich habe mich nicht mal ein Feld fortbewegt und wurde direkt vom nächsten Pokémon attackiert. Frechheit. Flucht. Jetzt komm schon, lass mich wenigstens ein Stück fahren. Das ist interessant. Skunkaboo habe ich, glaube ich, noch nicht. Und das wäre ein Gift-Unlicht-Attacker, was sehr nice wäre. Welches Level bist du? Ich habe einen Skunkaboo schon. Ja, dann Flucht. Jetzt komm, lass mich doch einfach ein bisschen weiter fahren. Ich muss doch nur hier raus. Okay, danke. Oh mein Gott, das war gerade ein Kampf hier. Ein Bidifass. Ich habe gerade gedacht, warum wird so lange auf mich hingezoomt, dass irgendwie kommt da jetzt ein super legendäres Pokémon oder sowas raus. Ich meine, hey, es ist die Weiterentwicklung des legendärsten Pokémon, das es gibt, aber ich bin mal gespannt. Wenn es ein Aeroas überlebt, überlege ich mir es mit einem Ball zu fangen. Falls er. Okay, jetzt über. Es hat ein Aeroas überlebt, deswegen geht es jetzt noch einen Rückzugsball ab. Und jetzt kann ich es mit einem Pokéball fangen. Ich meine, das ist Pokémon Nummer 1. Pokémon Nummer 1, das ich hier fangen möchte. Yes. Sehr schön. Sitzt. Bio-Pokémon. Dieser fleißige Arbeiter staut Flüsse mit Hilfe von Dämmen aus Baumstämmen und Schlamm, um sich Nester zu bauen. Es ist halt einfach ein Biber. Es ist halt wirklich einfach ein Biber. Okay, passt auf. Ich glaube, so bin ich echt. Doppelkampf? Kann ich da drum? Yes, okay, ich kann das Ganze dodgen. Ich werde hier einfach mal selber wieder hingehen und das Ganze hier wirklich richtig machen. Okay, sind wir hier schon? Sind wir in der neuen Stadt? Wait, das ist nicht die Stadt, oder? Wo bin ich denn hier gelandet? Ah, ich bin noch zu weit links. Oh nein, du bist ein Trainer. Oh, ich wusste nicht, dass du ein Trainer... Eigentlich kann man abschätzen, dass jeder hier ein Trainer dementsprechend sein wird, wahrscheinlich. Planscherin Larissa fordert mich heraus. Okay. Wenn im Video hast. Relativ coole Location, muss ich sagen. Mit dem Meer so im Hintergrund und allem. Sieht schon ganz, ganz stark aus. Mal gucken, welches Level die Planscherin und ihre Pokémon sind.
Level 23, das geht klar. Sind zwei Aeroas. Setzt Tackle ein. Mein Tackle, könnt ihr mir vorstellen, tut bei diesem riesigen Biber schon ein bisschen weh. Stell ich einfach mal vor, ihr seid so am Strand und werdet von dem kleinen Mädchen herausgefordert zu einem Pokémon-Kampf, zu einem Tierkampf. Und dann kommt einfach ein riesiger Biber und versucht euch wegzuchecken. Das ist halt schon ein relativ lustiges Bild, muss man sagen. Ja, Ruckzuckieb ist einfach blöd. Komm, Ruckzuckieb kommt weg. Okay, Larissa wurde besiegt. Schade, Larissa, es tut mir leid. Und wir nehmen ja erstmal 368 Poké-Dollar aus der Tasche. Purpurstück. Interesting. Wisst ihr, ich finde es halt wirklich krass, wie viele Schritte wir jetzt hier schon gemacht haben und dieses blöde Ei hat halt einfach nichts gemacht. Es wird sicher noch lange dauern. Uff, einfach nur fettes Uff. Okay, wie komme ich hier weiter nach links hier? Es ist nicht der richtige Weg hier. Doch, wir müssen hier runter. Nein, es ist nicht der richtige Weg. Dammit. Hä, war ja am Strand doch richtig? Also hier komme ich nicht lang. Was willst du denn jetzt? Hey! In Sonnewig, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat Stromausfall gegeben. Die arbeiten daran. Okay. Das ist also der Weg, an den ich noch nicht lang sollte. Das heißt also, ich muss doch runter zum Strand, oder was? Na dann. Gehen wir doch runter zum Strand und gucken, ob wir hier weiterfahren können. Also, ja, ich kann hier weiterfahren. Sieht mir aber auch mehr nach einem illegalen Weg aus als alles andere irgendwie. Dann zertrümmern wir mal diesen Felsen hier. Und schauen noch mal. Hier ist nur der Honigbaum. Na, danke dafür. Hier geht's auch nicht mehr weiter. Ah, wie soll ich denn hier jemals in die neue Stadt finden? Vielleicht indem ich dem Weg folge, aber das wird zu einfach. Beim schicken grünen Bike. Ah, ich hab's geschafft. Ich hab es geschafft, was sagst du dazu? Manche Trainer verhindern bewusst, dass sich ein Pokémon entwickelt. Sie warten damit, bis es durch Levelaufstieg eine bestimmte Attacke erlernt hat. Ja, wenn ich das nur mal wüsste. Du erinnerst mich an diesen himmeligen Jungen, den ich vor kurzem getroffen habe. Mew? Er hat ein sehr enges Verhältnis zu seinem Pokémon, genau wie du. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Ich möchte dir das hier schenken. Lotussticker B. Dankeschön. Das sind Dinge, die ich nicht brauche. Immerhin hat mir eine Beere gegeben, also habe ich sie eingepflanzt. Okay. Oh mein Gott, Schluck auf. Die Mühe hat sich ausgezahlt, als sah, wie glücklich meine Pokémon über die Knospe. Wie kann ich denn mit meinen Pokémon interagieren? Das war doch irgendwie hier drüber, gell? Ich habe halt keine Ahnung mehr. Oder hier drüber? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß auch, dass man sein Pokémon doch... oder war das in einer anderen Edition? Ich dachte, man kann sein Pokémon irgendwie hinter sich laufen lassen oder sowas. Aber ich bin gerade mega verwirrt, ob das in dieser Edition war oder in einer anderen. Naja, Leute. Ihr wisst, was jetzt mal wieder ansteht. Wir gehen hier mal rein ins Pokécenter. Und gönnen uns jetzt hier einen richtig guten Heileffekt. Und dann, hätte ich mal gesagt... 40 Minuten Folge. Wir haben unsere Ziele erreicht. Wir haben zumindest ein neues Pokémon gefunden und nicht zwei. Und ich wünsche euch damit eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut, träumt was Schönes. Für mich ist es nämlich schon sehr, sehr spät. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare und lasst natürlich ein Abo da. Bis dann, haut rein. Tschüss.